Ja, bevor das Video losgeht, habe ich noch eine kurze Information an euch alle. Ihr könnt ab sofort eure THG-Quote über meinen Link beantragen bei geldfuerauto.de. Ihr bekommt 25 Euro nochmal extra durch meinen Link auf die 275 Euro. Das bedeutet, ihr bekommt garantiert 300 Euro für eure THG-Quote bei geldfuerauto.de. Natürlich habt ihr auch auf der Seite die Möglichkeit, auf Risiko zu gehen. Und dann könnt ihr eventuell sogar 410 Euro dafür bekommen, je nach Auszahlung. Link ist unten. Registrieren, Geld kassieren. Viel Spaß beim Video. Wenn du irgendwo in einem Autohaus heutzutage noch Stand Mai 2022 ein verfügbares Elektroauto findest, greif zu. Ganz egal, ob der elektrische Sitze hat oder ob er vielleicht kein Schiebedach hat, greif zu. Das ist Mangelware momentan und das ist ein Sechser im Lotto für Harald gewesen, der sich diesen wunderschönen Q4 e-tron hier geschnappt hat. Wir werden ihn heute nämlich auf die Reichweite testen. Wir testen ihn auf die Ladezeit zwischen 10 und 80%. Ich möchte euch einfach nur zeigen, was kann der technische Zwillingsbruder vom ID4 bzw. ID5, denn das ist nämlich der Coupé. Der ID5, der kommt jetzt bald auch raus. Wenn ich Glück habe, darf ich ihn auch bald für euch testen. Das wird dann wirklich sehr interessant. Wobei der ID5 hat die neueste Software, er noch nicht. Er bekommt ihn auch irgendwann. Also, wir halten jetzt den Stand fest und ich wünsche euch einfach viel Spaß im Video. Dranbleiben, genießen und ich stelle euch jetzt den Harald vor. So, ihr Lieben, das ist der Harald. Hallo Harald, grüß dich. Morgen Tarek, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du uns dein Auto zur Verfügung stellst. Ist doch dein Auto. Ja, für einen Tag. Ja, also wir haben ihn jetzt hier auf 45% hochgeladen, so wie der Tarek das immer macht. Dann fahren wir ihn gleich auf 10% runter und laden ihn von 10 auf 80 wieder hoch, halten die Zeit fest. Die Batterie ist dann auch schön warm. Der Harald hat nämlich jetzt auch auf der Autobahn ein bisschen Gas gegeben zum Treffpunkt. Genau. Und Harald, wie lange hast du ihn schon? Den habe ich jetzt seit Februar, Mitte Februar. Okay, unzufrieden? Super zufrieden. Okay, was hast du vorher gehabt? Vorher hatte ich zuerst eine Zoe. Ja. Mit 23 kW Akku und anschließend bin ich von der Zoe auf Tesla umgeschwenkt. Ja. Weil ich ein Auto, Elektroauto wollte mit Anhängerkupplung und das war damals der einzige, leider, ja, der eine Anhängerkupplung hatte. Ja, Tesla. Okay. Ja, dann habe ich den Tesla sehr gut verkaufen können, weil Tesla jetzt Anfang des Jahres sehr gefragt war. Mhm. Und brauchte aber dann dringend, wie gesagt, ein neues Auto mit Anhängerkupplung. Mhm. Und bin durch die Q4-Foren im Internet drauf gekommen, dass Audi ein Neuwagenforum hat und bin dann auf den Wagen gestoßen, weil die normal konfigurierten Audi Q4s haben 12 Monate Lieferzeit. Aber den hast du bei mir auf dem Video damals gesehen. Den habe ich auf deinem Video gesehen. Was für ein Zufall. Genau. Was für ein Zufall, dass der jetzt auch hier steht. Und der stand bei Fleischhauer in Köln und da habe ich den natürlich sofort zugeschlagen. Obwohl er nicht die Konfiguration hundertprozentig hat, die ich haben wollte. Aber Harald, sofort verfügbar. Das ist der Punkt. Hallo, andere warten 15 Monate schon. Das ist der Punkt. Du hast einen tollen Glasschiebedach, zeige ich euch alles, erkläre ich euch gleich alles nochmal. Also, wir fahren jetzt auf die Autobahn, messen die Reichweite, die Etappenreichweite auf der Autobahn bei 20 Grad und Außentemperatur. Heute soll es sogar ein bisschen mehr werden. Also quasi Sommerreichweite kann man schon nennen. Ja. Und wie weit würde man mit dem Audi Q4 e-tron Coupé, übrigens ganz wichtig, technischer Bruder vom ID5. Sportback, genau. Ja, für mich ist Coupé, ja genau. Sportback, genau. Richtig, Entschuldigung. Wie weit er denn von Etappe zu Etappe kommt, beziehungsweise von Ladesäule zu Ladesäule später auf der Autobahn. Wie oft, wie lang kann man fahren?
bis zur nächsten Ladepause. Das ist immer für mich wichtig. Das interessiert die meisten Leute auf Langstrecke. Ja? Wie weit er in der Stadt kommt mit einem vollen Akku, das ist eigentlich unwichtig. Weil das ist, manche kommen 500 Kilometer weit, manche 400 Kilometer. Ne? Genau das. Manche pendeln am Tag 50, manche pendeln am Tag nur 5 Kilometer zum Bäcker und wieder zurück. Also, aber wichtig ist, wenn ich damit zum Gardasee fahren möchte, nach wie vielen Kilometern, bei ungefähr 10%, zwischen 80 und 10% wird die immer meistens geladen. So, wie weit komme ich da? Und das kriegen wir heute gemeinsam raus. Und dann, wie lange ist die Ladepause bzw. die Ladezeit und wie hoch ist der Ladepeak? Momentan kann er oder soll er 125 kW ziehen offiziell. Ja? Irgendwann kommt ein Update, hoffen wir drauf. Werden wir dann auch prüfen. Genau. Aber Stand Mai 2022, das Auto, alle, für alle, die ihn jetzt auch bestellen möchten oder interessiert dran sind, ich finde ihn wunderschön, aber dazu gleich, jetzt kommen wir mit. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt im Auto. Unser Q4 e-tron Sportback 40 hat hier 45% im Akku. Wir werden jetzt die Verbrauchsdaten alle zurücksetzen. Wir fahren im Komfortmodus übrigens, Komfortmodus und Klimaanlage auf 21,5 Grad Automatik eingestellt. Klimaanlage ist an übrigens. Harald, bist du bereit? Wir können los. Wir können los. Ja, ihr Lieben, wir fahren jetzt auf Tempomat 125. Ich kann ihn nur in 10er Schritten stellen, ab 100 km/h, aber ich gehe jetzt manuell auf 125 und bestätige das auf dem Bordcomputer. Sekündchen, ich bin hier zu schnell. Jetzt. Perfekt. So, 125 km/h Tempomat sind eingestellt. Wir fahren ihn jetzt auf 10% runter. Harald, erzähl mal, bist du zufrieden mit dem Auto so bisher? Ich bin super zufrieden mit dem Auto. Ja. Hat eine tolle Reichweite, super Komfort. Vor allen Dingen, ich komme ja vom Tesla, von dem Model 3 und die Akustik im Fahrzeug ist eine ganz andere. Ja. Der ist so, der Audi ist so toll gedämmt. Das und das stimmt. War ein ganz großer Kritikpunkt bei dem Model 3, den ich persönlich hatte, weil der war doch sehr, sehr laut. Ja, leider. Und auch das Fahrwerk war. Das Fahrwerk war knochentrocken. Ja. Ist beim Model Y aber auch nicht anders, leider. Oh, ja, leider. Aber viele stehen drauf. Wie gesagt, die Autos können sich super sportlich bewegen lassen. Die machen Heidenspaß beim Fahren. Das stimmt. Aber da muss man drauf stehen. Das stimmt. Genau. Das stimmt. Nee, vom Fahren her hat der super Spaß gemacht. Genau. Die Straßenlage war hervorragend. Ja, das stimmt. Wenn man also aus Bonn kommt und relativ oft Richtung Nürburgring fährt, dann hat man da schon seinen Spaß. Ja. Ihr Lieben, zum Audi kann ich euch erzählen. Also erstmal Sitzposition, Übersicht, wunderbar, gefällt mir sehr gut. Man sitzt hoch, SUV-mäßig nicht, aber jetzt kommt man trotzdem sich nicht vor, wie in einem Panzer zu sitzen, wie in einem X5 oder einem GLE oder irgendwie sowas. Ja. Das Lenkrad, viele haben hier ihre Probleme mit dem Audi-Design. Ich für meinen Teil bin ein heimlicher Audi-Fan, ja, da stehe ich auch dazu, ich sage das immer wieder, ich finde Audi-Design einfach hervorragend, ja, natürlich hat man hier auch teilweise billige Kunststoffe benutzt, hier muss man sagen, ja, aber es ist hochwertig verarbeitet, das Auto sieht hochwertig aus, das Auto fühlt sich hochwertig an, qualitativ einfach anspruchsvoll und das gefällt mir bei Audi nun mal und das können die Jungs und Mädels da sehr gut. Das Lenkrad gefällt mir, die Mittelkonsole, diese halb schwebende, gefällt mir auch sehr gut. Also wir haben hier übrigens auch wunderschöne Sitze. S-Line Sportsitze, manuell einstellbar, aber dafür war der immerhin S-Line sofort Sitze, verfügbar. Ne? Genau. Das ist schon mal richtig. Da hätte ich auch auf die E-Sitze verzichtet, ganz ehrlich gesagt. Also anstatt 15 Monate zu warten, so ist das. Dann nimmt man, was man da hat. Aber wir haben hier zum Beispiel ein Assistenzsystempaket ohne Autopiloten, aber dafür mit Abstandstempomat und Spurhalteassistent. Das ist auch schon mal Gold wert. Wir haben einen wunderbaren Glasschiebedach, fast schon panoramamäßig. Also macht einen hellen Innenraum, macht einen sehr luftigen Eindruck. Wir haben Kofferraum mit einer Zwischenebene, wo man die Sitze umlegen kann. Noch mit einer zweiten Ebene unter der Kofferraumklappe. Also sieht richtig nach viel Platz aus. Die Literangaben schreibe ich euch jetzt hier unten rein. Leider haben wir keinen Frunk. Das ist so. Auch momentan nicht nachrüstbar, weiß ich nicht. Einige e-tron-Modelle, die großen e-trons haben das, aber hier die Q4s noch nicht. Die Räder, die Reifen,
Die Felgen, die gefallen mir wunderschön. Wir haben 21 Zoll Felgen drauf, hinten mit 2,55er Schlappen. Vorne sind die, glaube ich, ein bisschen schmaler. 2,35er. Vorne 2,35er, aber steht dem Auto wunderbar. Mir gefällt auch die Farbe vom Auto, wie er von außen wird. Nass findet ihn immer ein bisschen bullig, zupelig, aber gerade das mag ich ja. Ne? Also ich finde die Optik, die Scheinwerfer von vorne, den Grill, sowie die Rückleuchten, ach, einfach nur grandios gezeichnet, das Auto. Als Sportback vor allen Dingen, auch schön elegant gezeichnet. Ne? Ne? Matrix-LED. Matrix hast du hier. Ja, ja, perfekt. Ja, ja. Was hast du bezahlt, Harald? Was habe ich bezahlt? Etwas über 60. Knapp 66, 65 und ein bisschen. Knapp 65, ja. Okay. Was ich sonst noch sagen kann, wir haben eine Ladeleistung von 11 kW an der Wallbox und öffentlichen Ladesäulen. Und momentan kann er DC 125 kW ziehen. Wird sich bald hoffentlich ändern. Wir hoffen darauf, ja. Und ja, dann habe ich natürlich für meinen Tesla jetzt Anfang des Jahres ein super Angebot bekommen, wobei ich ihn zum gleichen Preis verkaufen konnte, wie ich ihn gekauft habe. Und das habe ich dann natürlich wahrgenommen. Habe aber dann nicht bedacht, dass ich, als ich mir den Audi ausgesucht habe, dass es den Audi leider konfiguriert nicht sofort gibt, sondern irgendwo mit 10, 12 Monaten Lieferzeit. Ja. Willkommen in der Lieferzeitproblematik. So ist das leider. Und bin aber dann über das Q4-Forum, Audi Q4-Forum, darauf gestoßen, dass Audi ja eine Neuwagenbörse hat. Wusste ich vorher auch nicht. Ich in die Neuwagenbörse nachgeschaut und dann habe ich ihn hier gefunden. Er war zwar nicht so konfiguriert, hundertprozentig konfiguriert, wie ich ihn gerne gehabt hätte, mit Head-Up-Display und elektrischen Sitzen, aber so what. Aber dafür sofort da. So, dann steht er beim Autohaus Fleischhauer in Köln, also praktisch von Bonn in Köln um die Ecke und mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen, den Wagen freitags reserviert, angerufen, reserviert und sofort den Vertrag gemacht und bin seitdem super, super zufrieden. Was zahlst du an Versicherung und Versicherung quasi? Vollkasko? Genau, Vollkasko. Ich bin bei der Hug Coburg, muss ich sagen, toll. Und die haben jetzt einen Tarif bei, ich bin bei 35%, muss ich dazu sagen, Vollkasko mit 648 Euro im Jahr. Ja, im Jahr, das ist okay, das ist sehr gut. Ja, fand ich auch. Absolut. Hast du, welche Ladekarten benutzt du? Ich benutze unterschiedliche Ladekarten. Ich habe einmal diese allbekannte e-tron-Karte. Mhm. Dann habe ich die von meiner Heimatfirma. Danke. Danke E-Karte. Wie sieht es aus mit MBW, Shell Recharge? Habe ich auch. Mhm. Und mehr brauchst du aber nicht. Die ADAC-Karte habe ich auch. Die ADAC, genau. Mehr braucht man auch nicht. Nee, mehr braucht man wirklich also, nicht. An alle, die jetzt kein Audi oder Hyundai oder was auch immer fahren, ENBW ADAC und Shell Recharge, damit seid ihr europaweit sehr gut aufgehoben. Das ist eine unbezahlte Werbung übrigens. Ja. Ist aber so. Ja? Super. Schaut absolut. Euch meine Roadtrips an mit NAS zusammen. Wir waren bis in Andalusien unten und das hat alles wunderbar geklappt. Nicht immer ganz wunderbar, aber es hat geklappt, ihr Lieben. Es hat geklappt. So, warst du schon mal auf Langstrecke mit dem? Ja, ich war auf Langstrecke, wenn man jetzt Holland als Langstrecke bezeichnen kann. Wir waren noch jetzt über Ostern in Schagen, ja. Oben in Nordholland und sind ganz entspannt 360 Kilometer ohne zu laden gefahren. Ah, okay. Mit dem Audi hat er super gemacht. Man muss natürlich dazu sagen, man kann tagsüber in Holland auch nur 100 fahren, was der E-Mobilität sehr zuträglich ist. Definitiv, definitiv. In Frankreich 130, ja, nicht? Ja, und genau. Der Schweiz und in Österreich auch nicht anders. Also genau. Die E-Mobilisten freut es immer. Absolut, absolut. Ich genau. Bin auch für Tempo 130 in Deutschland. Ja, ich auch. So. Mal abgesehen davon. Weil die Autobahnen sind zum größten Teils reglementiert. Und ob ich jetzt zwischen Köln und Bonn mal irgendwo 250 fahren kann, die eine Minute, so what. So, also wir haben noch 16% im Akku. Thema Navigation, Thema
Routenplanung, Thema Filtermöglichkeiten und Softwarestand. Das machen wir alles gleich beim Laden oder nach dem Laden. Ja, nur zur Information, meine Lieben. Die Leistung ist absolut ausreichend mit 204 PS. Ja, absolut. Den Verbrauch, den gucken wir uns gleich gemeinsam an. Ich bin selber gespannt drauf, denn bis jetzt war das Wetter immer nicht so doll, wo ich das Auto getestet hatte. Heute wird das sehr interessant, auch für mich mal zu wissen. Also, wir sind jetzt auch hier schon an der Ladesäule. Wir suchen uns jetzt eine 300 kW Ladesäule aus. Hier, die ist frei. Vielleicht nehmen wir den sogar, Harald. Was ja, meinst du? Können wir gerne machen. Und hier sehen wir jetzt das Ergebnis vom Q4 e-tron 40. Sportback. Also, Durchschnittsverbrauch 18,8 Kilowattstunden, durchschnittlich 85 km/h. Ja, wir hatten auch Baustellen teilweise. Ja, so ist aber die Realität in Deutschland. Damit müssen wir immer rechnen. Aber Leute, schaut mal hier. Wir sind knappe 140 Kilometer weit gekommen mit dem schicken Audi Q4 e-tron Sportback. Harald, du hast ein tolles Auto, mein Freund. Danke dir. Erstmal wirklich herzlichen Glückwunsch. Das bedeutet, meine Lieben, später von einer Reichweitenetappe auf der Autobahn zwischen Ladesäule zu Ladesäule auf Langstrecke könntet ihr 280 Kilometer mindestens fahren. Und wir sind Tempomat 185 Kilometer gefahren, überall wo es ging. Stimmt's? Richtig, 125. Überall wo es erlaubt war und wo es auch möglich war. Das finde ich ein tolles Ergebnis, ganz ehrlich. Ja, wir haben eine Außentemperatur von... Wollte ich gerade sagen. 24,5 Grad, also das ist eine Sommerreichweite. Im Winter ist das natürlich anders, aber das seht ihr alles unten in der Link. Da habe ich auch viele Elektroautos im Winter zu der Reichweite getestet. Ja. Wenn ihr mit 110 fährt, wenn ihr mit 115 fährt, dann sind auch mehr als 300 Kilometer locker dran. Mehr als 300 Kilometer. Oder wenn ihr mal mehr lädt, aber das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Also ab. So, die Sonne scheint, blauer Himmel, wir sind gespannt auf die Leistung gleich und der Audi macht eine super Figur. Wie findet ihr ihn übrigens von der Optik her? Würde mich echt mal interessieren, wie findet ihr die Farbe? Wie findet ihr die Felgen? Ich finde ihn mega sexy, richtig schön, ernst am Gucken. Ich liebe Autos, die ernst gucken können. So, jetzt aber zum Display. Wir haben 10% im Akku, Ladung wird vorbereitet. Und jetzt geht es auch endlich los mit der Ladung. Wir haben 10% im Akku. 125 kW kann er vom Werk aus ziehen. Noch. Was kriegen wir hier an Peak? Was kriegen wir? 75, ja, das wird gleich mehr, ihr Lieben. 90, na komm, na komm. Na komm. Das kann nicht alles sein, das geht nicht. Ja, jetzt baut er die Leistung auf. 110, 115, 121, 123. Perfekt. Sehen wir die 125 gleich oder nicht? Ich denke schon. Das ist super. Harald, toll gemacht. Ich bin begeistert. Das macht er wirklich gut. Und irgendwann nach dem Software-Update soll er bis zu, ich glaube, irgendwie 160, 150 kW. Leute, klärt uns mal bitte auf, genau. Was bringt das neue Software-Update bei Audi, bei den MEB-Plattformen, beim ID.5 zum Beispiel, der ist ja schon so ausgestattet. Übrigens, wenn ich Glück habe, kriege ich den ID.5 bald, dann mache ich nämlich den gleichen Test. Aber der Händler weigert sich noch, das Auto ist noch ganz frisch. Ne? Aber wir gucken mal. So, meine Lieben, schaut mal, 128 kW habe ich eben gesehen bei 27%. Klasse. Harald. Und? Ich bin total begeistert. Habe ich noch nie gesehen. Nein. Also, da siehst du mal, das Auto ist wirklich auch dafür super geeignet, um damit nach zum Gardasee, nach Kroatien, von mir aus bis auch nach Andalusien. Hauptsache es ist warm. Und blauer Himmel. Ah, ich liebe das. Ich liebe das. So, meine Lieben, mittlerweile 65% im Akku und 75 kW Ladeleistung. So, Thema Navigationssystem. Ladesäulenintegrierung, ja. Machen wir gleich nach dem Laden, nachdem wir das Auto abgesteckt haben, machen wir schön in Ruhe. Okay, ja? Machen wir. Jetzt wird es spannend, meine Lieben. Wir haben jetzt 79% erreicht und er zieht 67 kW Ladeleistung. Wie wird es denn aussehen? Bei 80 und in 33 Minuten 80%. Mega. Bin ich sehr zufrieden. 33 Minuten. Natürlich gibt es Autos, die das auch schneller machen können, aber 33 Minuten... 54 Kilowattstunden nachgeladen in 33 Minuten. Wie sieht denn aus die Ladeleistung? Die steht immer noch bei 66,5 kW. Ich gebe ihm noch 2-3 Prozentchen, um zu beobachten, wie denn hier die Ladeleistung weitergeht. Vor allen Dingen,
Wie lange würde es denn dauern bis 85%? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Harald, was sagst du zu dem Ergebnis? Ich bin total begeistert, weil ja, ne? Ich habe noch nie bei diesen Temperaturen geladen, die natürlich da auch sehr hilfreich sind, ja. Weil bei 0 Grad oder plus 2 Grad, da lädt er natürlich ganz anders. Absolut. Aber die Ladeleistungen, die überzeugen mich absolut. Ich bin total begeistert. Ja, also Langstrecke, gar kein Thema. Ja, absolut nicht. Und 85% in 37 Minuten, von 10 auf 85%. Das bedeutet, von 10 auf 80 in 33 Minuten, von 10 auf 85 in 7, das heißt 4 Minuten länger stehen für 5%. Also das ist absolut, absolut empfehlenswert, wenn ich das Auto fahren würde später, du oder du, Harald, ja, wenn du mal mit deiner Gattin unterwegs seid, kannst du locker bis 85 Minuten laden. Absolut. So. So viel zum Ladespeed und Ladezeit und jetzt mal Navigation und Ladecheck, Ladesäulencheck. Kommen wir mit. Schaut euch an. Genau. Und so sieht übrigens die Ladekurve aus von dem Q4 e-tron 40. Schaut mal. Also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Der ist erstmal hochgeschossen auf 125. Hat er auch sehr gut behalten. Ungefähr bei 60% fing er dann langsam an runterzugehen. Und durchschnittlich haben wir eine Ladegeschwindigkeit von 91,5 kW gehabt. So, und wenn man Platz nimmt im Q4 e-tron, dann begrüßt einem direkt diese Meldung hier, Online-Diensten, bla bla bla. Der Harald sagt, das nervt ungemein, dass man das jedes Mal bestätigen muss, das glaube ich ihm sogar. Aber ihr kennt ja den Tarek, der Tarek möchte immer nach München zum Marienplatz. Wir geben das mal ein. Bitte nennen Sie mir einen Suchbegriff. Navigiere mich nach München, Marienplatz 1. Sie können jetzt weitere Suchbegriffe sagen oder eine Zeilennummer wählen. 2. So, wir haben jetzt. Die Zielführung wird gestartet. Wir haben übrigens 85% im Akku, ihr Lieben. Denkt dran. So, Zielführung ist gestartet. Das sind 588 Kilometer bis nach München von Köln aus. Wie sieht es denn aus mit Ladesäulenintegration? Das kommt gleich alles. So, Ziel kann nur erreicht werden, wenn wir laden. Ja, okay. Und da sind sie schon. Er schlägt uns direkt auch die Ladestopps vor. Wir sollen viermal laden. Wir sollen viermal laden. Das ist ein bisschen zu vorsichtig, würde ich sagen. Aber ist so. Wir nehmen es mal an. Sehr konservativ. Ja, sehr konservativ, muss man sagen. Also nach. Der schickt uns jetzt. Wir haben eine Reichweite von. Wo steht die Reichweite? Da oben. 360 Kilometern. Und er möchte, dass wir nach. Ja, knapp 160. 100, dass wir nach knapp 160 Kilometer schon laden. Ja. Also, wir können allerdings. Das ist ja schon mal gut, ja. Zumindest berechnet er uns das alles automatisch, ja. Und hier steht auch, mit wie viel Prozent wir am Ziel ankommen, genau. wie lange wir laden müssen. Genau. Das finde ich schon mal sehr gut. Und das Beste, meine Lieben, jetzt kommt das Allerbeste, was ich mir in jedem Elektroauto wünsche. Das Beste an diesem Auto ist definitiv, dass man hier die Ladesäulen auch filtern kann. Und zwar kann ich hier gucken nach AC, DC oder HPC. Wenn ich hier HPC drücke, dann navigiert er mich zumindest nicht zu irgendwelchen Triple Chargern, die nur 50 kW können, oder? Also, das ist echt super. Hier, HPC, schaut mal. HPC. Alles HPCs. E.ON ist furchtbar. Kann man hier übrigens die Ladeanbieter filtern? Nein. Das geht nicht. Okay, das ist schade. Dann hätten wir uns noch E.ON ersparen können, aber... Aber meckern auf hohem Niveau, immerhin kann ich nach HPC oder DC filtern. Genau, so ist das. Das ist super, super sehr wichtig. Hilfreich. Sehr hilfreich. Was haben wir für eine Navigationssoftware hier drauf? Das gucken wir uns jetzt auch an. Ja, genau. Genau. So, welche Software haben wir hier drauf? Wir haben die 3608. Alle, die sich damit auskennen, bitte kommentieren. Ich glaube aber, das ist nicht die aktuelle, sondern das ist das, was noch momentan aktuell ist. Genau. Also die ganz neue Update, die ist noch nicht da. Ja, hier Hardware, Medientreiber, Navi-Datenbank, MMI-Software-Version. Ja, so viel zu Ladesäulenplanung, Software-Navigation und Routenplanung. Ich bin von dem Auto insgesamt wirklich total begeistert und ja,
was soll ich sagen, eine Empfehlung vom Darek, definitiv. Und eine Empfehlung vom Harald. Vom Harald. Harald, ich danke dir fürs Mitmachen, dass du dir die Zeit genommen hast, mein Freund. Gerne, Tarek. Vielleicht sehen wir uns wieder für den einen oder anderen Test. Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und was sollen die Leute mit dem Kanal machen? Natürlich abonnieren. Ganz wichtig, meine Lieben, abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.